machst gleich einen Rundflug über Hamburg. Das ist ja eigentlich eine, also es gibt ja vom Gericht eine also es ist beschlossene Sache vom Gericht, dass wir hierher dürfen und die Polizei sagt einfach, nein, geht nicht. Wir riegeln hier ab, ihr kommt hier nicht aufs Gelände, sonst schlagen wir euch behindert oder so. In Hamburg macht die Polizei mittlerweile Angriff nach dem anderen auf die Versammlungsfreiheit. Wir haben die flächendeckenden Demonstrationsverbote, jetzt ständig wieder Verhinderung von Camps. Selbst wenn Gerichte urteilen, dass sie erlaubt sind, werden sie erstmal verhindert. Ja, dann zu sehen, wie Leute irgendwie umgetackelt werden, wie Leute getreten werden und direkt das Pfeffer in die Augen gesprüht wird, einfach nur, weil man da steht, für seine Meinung, für seinen Protest irgendwie steht, ist einfach nur, bringt Blut zum Kochen. Wir hatten eine Polizei, die einfach das Camp umstellt hat. Und es ist dramatisch deshalb, weil die Polizei kann nicht die Entscheidung treffen. Wir scheinen hier in Hamburg eine faktische Machtübernahme der Polizei zu haben. Und die Politik ist auf Tauchstation. Gestern hat die Polizei die Entscheidung in Hamburg getroffen. Und das ist eigentlich die Definition von einem Polizeistaat und nicht mehr die Definition von einem Rechtsstaat. Und das sozusagen mit einer, tatsächlich mit einer so planvollen Systematik versucht wird, wirklich jede Infrastruktur von Seiten der Protestierenden zu unterbinden, damit gar nicht erst Menschen in diese Stadt kommen, um hier von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit Gebrauch zu machen. Das ist, glaube ich, in dieser Größenordnung tatsächlich neu. Schlafentzug, Essensentzug, Schmerzen, haut doch rein! So, man darf hier zwar sein, man darf hier allerdings nicht nächtigen. Die Polizei geht nachts durchs Camp, um zu checken, ob Leute nicht in etwa doch heimlich Isomatten oder Schlafsäcke oder sei es bloß eine Picknickdecke hier mitgebracht haben, weil das anscheinend in Hamburg in der derzeitigen Lage als Kapitalverbrechen gehandhabt wird. Eigentlich eine ganz friedliche Stimmung. Die Leute haben sich heute verabredet zum Massencornern. Muss ich auch erst lernen. Aber das heißt, Nachbarn kommen auf die Straße, diskutieren miteinander, trinken Bier. Und im Moment ist die Stimmung eigentlich sehr relaxed. Also ich glaube, die Polizei sollte sich einfach zurückziehen. Die Leute trinken noch zwei Bier und dann ist gut. Die Polizei wird in Kürze mit der Rohrpumpe beginnen und dazu den Wasserwerfer einsetzen. Es ist jetzt 23:24 Uhr und wir beginnen jetzt mit der Rohrpumpe. Wassermarsch. Dann müssen Sie damit rechnen, dass wir unmittelbaren Zwang gegen Sie anwenden. Das 23 ist. Was hat denn meine Freundin gesagt? Wir versuchen das zusammen. Also, A, Antikapitalista! A, Antikapitalista! A, Antikapitalista! Wir halten den G20 für keine legitime Institution. Der G20 ist nicht der Ort, wo die Probleme dieser Welt gelöst werden, sondern die G20 stehen genau für die Probleme dieser Welt und dort treffen sich die Verantwortlichen dieser Probleme.
Na, wir sind so ein bisschen die Bösen natürlich innerhalb dieser gesamten G20-Mobilisierung. Und freuen uns sehr, euch hier in der Hölle begrüßen zu dürfen. Jawohl, ja, ja. Wir haben jetzt für diese Demonstration selbst einen Auflagenbescheid bekommen. Da gibt es keine einzige Auflage. Es gibt keine Routenbeschränkung. Wir verstehen nicht, wie einerseits ein Auflagenbescheid ohne Beschränkungen sein kann, andererseits solche Gefahrenprognosen ausgestellt werden. Wenn eingegriffen wird wegen kleineren Verstößen, wie Vermummung beispielsweise, die Demonstration immer wieder angegriffen wird, gehe ich davon aus, dass Auseinandersetzungen hier in Hamburg auch stattfinden werden. Na, die Situation ist, dass die Polizei die Demonstration aufgehalten hat, weil ein kleiner Teil der Demo das Vermummungsverbot nicht gut einhält. Aber es ist eben eine riesige Demonstration und die Leute können hier nicht weg. Und ich fürchte, dass es auf Eskalation angelegt ist, weil es gibt keinen Ausweg da hinten. Also um das ganz deutlich zu sagen, die Versammlung läuft seit 16 Uhr ungefähr, als Sie bei mir waren. Seitdem gilt das Versammlungsrecht. Vermummung gilt durchgehend. Es gibt nicht die Pause, wir stellen uns auf und machen mal ein bisschen, probieren wir aus. Das sind Straftaten. Ich beginne auch bereits mit der Strafverfolgung. Der Polizei auf eine friedliche Demonstration ist ein unglaubliches Hundesuch. Also die Demo wollte gerade losgehen, ist 100 Meter gelaufen, allerhöchstens vom Fischmarkt. Dann wurde sie gestoppt und dann fuhren zwei Wasserwerfer auf und dann wurde durchgesagt, dass der schwarze Block die Vermummung ablegen soll. Und dann wurde über den Lautsprecherwagen geantwortet, ja, wenn die Polizei das auch tut. Und dann wurde wieder gewartet. Einige haben dann auch Vermummung abgelegt. Ich fand das jetzt nicht problematisch. Auf jeden Fall war der schwarze Block absolut diszipliniert. Und plötzlich aus dem Nichts sind dann Hundertschaften von unterschiedlichen Polizeibataillonen auf den schwarzen Block zu. Ja, und dann hat das natürlich eskaliert. Dann gab es natürlich auch Gegenwehr. Es gab irgendwelche Silvesterknaller und es wurden leider auch ein paar Flaschen geworfen. Das ist natürlich scheiße, keine Frage. Es war eine unfassbare Aggression. Und der einzige Grund, in Anführungsstrichen, war, dass die jungen Menschen teilweise eben noch Mundschutz hatten.
Don't tell me to Azonto, just tell me how to make money pronto. That guy didn't go hard, so he's gone home. Macht euch zurück! Bleib im Internet! Zurück! Du bist gleich im Internet, schlag mich doch! It's live im Internet, hau mir auf die Fresse, das ist live. I'm reserved to a seat in the top row. Meet me in the cinema. Use a filter to finish it. I'm just about to make it. You can listen to just still. Market of boutiques for Max Dilly. You see the sausage. You win as a zilla. Bewegen uns mit unterschiedlichen Fingern aus unterschiedlichen Richtungen auf das Messegelände zu. Wir werden in die blaue Zone eindringen und da ganz konkret das Demonstrationsverbot außer Kraft setzen, weil wir sagen, wir verteidigen unsere Rechte nur, indem wir sie ausüben. Was wir vorhaben ist, wir werden uns hinsetzen mit unseren Körpern, wir werden die Zufahrtswege verstopfen, wir werden die G20 umzingeln, wir werden sie einkesseln, wir werden ihnen zeigen, was sie tagtäglich mit tausenden Menschen an Grenzen machen, die sozusagen hinter Stacheldraht sitzen und sich nicht weiter bewegen können. Wir werden den G20 heute die Bewegungsfreiheit rauben. Wir werden dafür sorgen, dass die 6000 Delegierte nicht zu diesem Gipfel kommen. Wenn du noch einmal nach der Linie rennst, dann nehme ich dich mit in Gehorsam. Digga, ich stand am Auto. Ich greife nie die Presse an. Bist du ja mal erkannt? Ich hab das Film mal gesehen. Ich steh dich nächstes Mal gewartet mit den polizeilichen Maßnahmen. Ich stand die Kamera aus, lass uns die polizeilichen Maßnahmen. Er macht seine Arbeit, hau ab, Mann. Lass mal die Leute in Ruhe, nicht so wie gestern. Selber, das könnte was. Selber! Ja, ich steh mal Minders, you have a different touch. I make music for level-headed listeners. If that ain't you, switch this off, man. I get so dark, I'm a hit with ghosts. Call me checklist, cause I get ticked off. If you like me, it's appreciated. On stage, my presence ain't recreated. Find me in the sun, just made evenly. In 6 degrees of separation, I'm hotter. Up and coming, not even frustrated. But email who? The DJs need me to make it. Tell them I'm talking cheap, save it. What is he going to do? If it hears it, you have the ends, you don't know who the mayor is. In 2 years, I'll show you what prayer did. On hard work and the sacrifices that came with it. I wanna complain a bit, these A&Rs are shams. I've got a talent for music, all they care about is a face for it. I leave you with flat foot, your air, the new MacBook. I'm so fire, I create black soot, proofs of the pudding, but you can't write my barber. Can't leave me starstruck, I make the stars shook. Nochmal verlassen sofort die Straße, ansonsten wird geräumt werden. Love me, oh love me. Say that you want me so bad. Love me, oh love me. Say that you want me so bad. Falsche Politik ist im Moment, dieses ewig weiter so, setzen auf Wirtschaftswachstum, Ausplünderung der Länder des Südens. Da muss eine grundsätzliche Änderung stattfinden. Die G20 sind die Sachverwalter, die staatlichen Köpfe, die das System des internationalen Kapitalismus verwalten. Unsere Kritik beschränkt sich dabei nicht nur auf die Staatschefs, sondern auch auf den kapitalistischen Normalvollzug.